Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Level Test 22, Folge Nummer 34. So lange bist du mir schon treu und deswegen ein Herz geht raus. Großes Dankeschön. Ja, ich habe mit einer Tradition so ein bisschen ja gebrochen und wollte ja eigentlich immer so ein bisschen Kommentare auch in einer Folge angehen und musste jetzt gerade, wo mir das wieder einfiel, einen Kommentar denken, wo ein Zuschauer irgendwie so ungefähr schrieb, Garderol erklärt hier uns die Wirtschaft im Spiel und warum er was irgendwie macht. Kurz zusammengefasst, die Windmühle am Fluss macht Traktion und zieht dann andere Unternehmen mit. In a nutshell, ne? Also ja, wenn ihr, es gibt ja so für World of Warcraft, wenn man da Boss-Taktiken guckt, gibt es ja diese berühmten 30-Second-Guides, wo jemand es explizit versucht, den komplexesten Bosskampf der Welt innerhalb von 30 Sekunden zu erklären und dabei auch die Namen bewusst immer falsch ausspricht, damit es mehr Kommentare gibt. So liest sich das gerade. Feiere ich extrem. Vielen Dank dafür. Ihr seid einfach auch die besten Zuschauer der Welt. Das muss man auch mal sagen, ne? So wie es ist. Da wollen wir auch gar nicht lügen. Es ist einfach so. Meistens. Häufig. Oft. Und ja, nein, natürlich nicht, lieber Olaf, brauche ich euch nicht mehr. Also doch, also, meine Güte, zum Kommentieren, ich mache das jetzt. Ich kann ja nicht alles selber machen, ne? Also ein bisschen Mitarbeit, bitte, ist da auch erforderlich. Wie in der Schule. Zumindest im Bus die Hausaufgaben abschreiben. Das reicht mir auch schon. Ist auch ungefähr so auf dem Niveau, wie das bei mir dann früher lief. Ja, gesagt, Silage ist angesagt. Ich wollte mal eben kurz einwagen, Silage zu den... Ah ne, wir müssen ja auch noch die Trauben auch noch machen. Ach lieber Gott, ich habe so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun. Kriegen wir aber beides hin heute. Huch. Ja, und das mit der Drehzahl, dass die hochgeht, das liegt in der Tat an dem Rohr, ne? Also das ist... vielen Dank an den Zuschauer, der mich darauf hinwies. Schon ein bisschen komisch. Da habe ich wieder daneben gezielt. Es ist schon ein bisschen komisch, aber ja, es ist halt so. Also, ich glaube, ich muss häufiger mal komplexe Sachverhalte in der Welt erklären. Scheinbar kann ich das ja ganz gut. Heute? Keine Ahnung. Die Sendung mit dem Garda, ja. So. Und dann hier, Profis hassen diesen Trick. Wir machen wieder den hier. Was dann geschah? Ah, selbst das ist noch zu schnell, ne? Wir haben schon einiges an Silo hier drin. An Silage. Was ich mich noch frage ist, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die Gebäude, die wir zugebaut haben, also die wir jetzt dediziert dann gebaut und dahingestellt haben, haben wir ja, so war es zumindest mein Eindruck, in der Tat mehr Kapazität drin. Ist es jetzt möglicherweise bei der Molka-Ei auch so? Bei dem Molka-Ei? Das wäre ja was, ne? Das wäre ja außerordentlich praktisch. Tisch mit Ü. Wir setzen uns an den Tisch unter den Kirschbaum. So. Gut.
52.000. Dann haben wir wahrscheinlich jetzt wieder so viel aufgeladen, dass wir das alles gar nicht da reingekippt kriegen. Das ist, habe ich ja wieder sehr gut mitgedacht. Und die andere spannende Frage ist, komme ich hier auch noch vernünftig rein, jetzt wo wir hier die Miste stehen haben und... Ja, ja, doch, das geht schon. Na gut. Habe ich nur den Eindruck oder ist das wirklich weniger Arbeit geworden mit dem Tiere füttern? Oder liegt das wirklich nur an dem Bot hier? Weil man sonst immer alles in den Mischwagen schmeißen musste, der so wenig Volumen hatte. Und das kam einem deshalb so vor. Kann das sein? Würde mich jetzt wirklich wundern nehmen. Sehr gut, Garderol. Aber wir haben ja diese Woche sonst nichts mehr vor. Das sieht aus, guck mal. Ja! Warum klingen die Kühe eigentlich wie Kälber? Ist das der Hinweis auf eine neue Erweiterung? Eine Ergänzung? Eine... Ja, das ist eine Kuh. Ja, denkbar, ne? Was ist denn eigentlich mit der... Okay, der läuft doch merkwürdig. Gut. So, ich habe es natürlich nicht vergessen. Ihr dachtet schon, ich vergesse das, aber ich habe es nicht vergessen. Wir wollten nämlich das nicht, sondern wir wollten den hier. Und dann wollten wir den hier. Und dann wollten wir sagen, hier, das ist keine Abkürzung. Wenn ihr mit der gedrückten Shift-Taste einfach dann hier also einen Punkt anklickt. Dann wird der Punkt zu einem sekundären Punkt. Und wenn die Wegfindung nur wenig Umweg hat, eine andere Route zu nehmen, nimmt sie die. So habe ich das missverstanden. Und ich trage das so selbstbewusst vor, dass jeder glaubt, das stimmt. So. Ach, und Heu machen wir auch noch. Eieieiei. Ey. Was ist denn los hier? Ja, pass auf, dann nehmen wir den Trecker hier mal zum Heu machen ausnahmsweise. Und... Weil der Fendt, den wir ja sonst dafür nehmen, der fährt ja jetzt gerade die Milch weg. Die Milch. So. Ja. Zack. Na. Hallo. Gut, und dann gehen wir hier drauf und dann sagen wir einmal, können wir auch direkt gucken, wo ist der Träger? Hä, fährt er von der anderen Seite ran? Nee, er fährt hier entlang weg. Warum macht er das denn? Ah, da ist irgendwo, fehlt eine Verbindung. Da müssen wir auch mal gucken, da fehlt irgendwo eine Verbindung. Ah gut, ist ja jetzt nicht so ganz so wild. Da ist auch noch Saatgut drin. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, schmeißen wir den hier an, damit wir einmal nochmal hier einen Schnitt machen. Kurs löschen, Hof, Mähen, Kursladen aktivieren. Erster Wegpunkt. Wir könnten da auch mal gucken, ob wir nochmal... Also irgendwann möchte ich auf jeden Fall... Boah, das ist aber auch krass, ne? Wenn ihr überlegt, wir hatten bei der 100. Folge vom LS13 hatten wir irgendwie 2 Big X oder so. Für Gras zu mähen, ganz oben im Norden sozusagen, und dann ganz runter zu fahren in den Süden zum BGA-Silo. Was für ein Quatsch eigentlich. Und, hier haben wir noch nicht mal alle Felder, sondern gerade mal 5. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber das Spiel ist auch ruhiger geworden. Ne? Also es ist nicht mehr so, du verkaufst einen LKW voll Getreide und dann löbt das. Das ist vorbei.
Und das ist gut. Steuerungsding geht übrigens auch wieder. Geht ihr? Ach, komm. Ernsthaft? So. Dann, was wollte ich jetzt? Wir wollten die Pflanzen düngen. Hier. Nein. So, das Herd rumkümmern. Ja, ich glaube, das ist der Nachteil. Wir sollten gucken, ob wir wirklich immer hier... Warte mal, hat die nicht einen Zusatztank? Schauen wir mal kurz. Wo würden wir das finden? Hier? Kombination. Nein, hat sie nicht. Schade. Also wir sollten da wirklich auf die Tankmengen gucken. Und die hat einen Tank von 2600 Litern. Wenn wir hier gucken, 6.800, 3.200, 6.000, also haben wir wirklich, da haben wir wirklich, also wirklich den Joker gezogen. Wir könnten die ja mal dann irgendwann gegen die hier austauschen, ne? Ich überlege, ob wir das jetzt gerade wirklich mal eben machen, weil... Wir haben ja die passenden Größen jetzt dafür, 300 PS... Feder statt 12 Meter. Das sehe ich jetzt halt noch nicht, aber die Federstadt zum Beispiel, die haben uns immer treue Dienste geleistet. Ja, wird das Geld nicht ganz für reichen. Das heißt, wir müssten da nochmal, also eine Runde machen wir noch mit denen und dann sollten wir wirklich dann mal wechseln. Von 9 auf 12 ist ja dann auch mal eine kleine Steigerung. Aber vor allen Dingen das, dieses Hin- und Herfahren, ne, das ist das, stört. Das stört. Ich wollte etwas anderes mit S sagen, aber wir wollen das ja hier familienfreundlich halten. Das ist ein Bandlaufwerk. Das macht mich kirre. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Chefträger hier. Das geht nicht so. Kannst du mir sagen, was du willst? Willst mit Ü. Sag mir, was du willst. Zeig mir, wer du wirklich bist. So, das war Dünger. No. No. Komm, fahr. Und dann hier noch einmal Saatgut. Vor allen Dingen dieses... Die Maschine hat für mich diesen Nachteil mit diesem Umhängen, ne? Das ist mir wieder zu viel... Gedöns. So. Genau. Ist da oben? Ach so, nee, das sind ja wir, ne? Tank wieder voll. Also Saatguttank und Düngertank. Ah, das ist echt wenig, ne? Dass ich bei so einem Feld hier dreimal nach Hause fahren muss. Aber ich glaube, es war früher ja nicht anders, ne? Wenn ich überlege, wir hatten so eine kleine
Mini-Spritze für, also zum Unkraut spritzen. Da ist ja also auch keine, wenn die auseinandergeklappt ist, war die vielleicht 5 Meter oder so. Also wie so ein ganz olles Billigding, bis es dann hier mal eine bessere gab. Wir hatten ja nichts. Und da warst du ja auch im laufenden Bande irgendwie damit beschäftigt. Dass du deinen Kram da dran gekriegt hast. Wäre mir das jetzt nicht aufgefallen, ne? Oh Mann. Gut, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von diesem fantastischen Spiel und diesem fantastischen Projekt. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.